Hallo Menschen, ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr hier auf BookTube und wollte in diesem Video einfach diese Zeit mal ein bisschen Revue passieren lassen, darüber reden, was ich ganz toll finde, was ich vielleicht auch nicht ganz so prickelnd finde und allgemein ein bisschen über diese Erfahrung reden. Ich weiß noch, dass ich ungefähr nachdem ich einen Monat hier war, mir sowas dachte wie, oh, wenn ich nach einem Jahr vielleicht 100 Abonnenten hätte, das wäre wirklich, wirklich toll. Und jetzt sind schon so viele von euch hier und ich bin wirklich, wirklich dankbar für die Erfahrung, die ich hier machen konnte und allgemein um. Spoiler, um das schon mal vorwegzunehmen, komme ich wirklich, wirklich gern hierher. Und das ist zurzeit auch mein Hauptding, mit dem ich am meisten Zeit verbringe, sowohl in der Vorbereitung für die Videos, als auch dann danach die Videos anders gucken und auf die Kommentare eingehen und so weiter und so fort. Was ich an meiner persönlichen Entwicklung, sag ich mal, am meisten schätze, ist, dass ich wirklich noch mal etwas genauer über Bücher nachdenke. Ich muss ja irgendwie ausformulieren, was, wie, warum ich dieses Buch nun gut fand oder auch nicht. Und ich beschäftige mich viel intensiver damit. Teilweise habe ich sogar das Gefühl, intensiver als im Studium. Also, weil hier stehe ja ich jetzt im Mittelpunkt, da muss ich nicht irgendwie mich in ein Seminar zurückziehen, sondern muss ja für ein Video auch irgendwie genau benennen, was ich nun an dem Buch mag. Und es gefällt mir sehr, dass ich das jetzt durch BookTube aufgenommen habe. Ich mache mir auch zu jedem Buch Notizen und streiche mehr an, also streiche auch anderes an. Sonst, früher habe ich immer nur angestrichen, was ich jetzt irgendwie toll formuliert fand. Und jetzt gibt es halt auch einfach ein paar Sachen, die das Buch ausmachen oder vielleicht auch Negativbeispiele. Und ja, habe allgemein das Gefühl, ich betrachte Bücher genau und es ist ein positiver Nebeneffekt. Ich kann dann auch in der Buchhandlung ordentlicher sagen, warum dieses Buch nun gut ist. Also früher fiel mir das echt schwer. Also ich meine, es fällt mir immer noch schwer, so im direkten Umgang mit Menschen sowas zu sagen, wie dieses Buch ist toll, kaufen Sie es. Aber ich kann es, glaube ich, jetzt besser formulieren, was ich an diesem Buch so sehr mochte. Und was mir an BookTube allgemein am besten gefällt, ist wirklich der Austausch. Ich liebe es, Empfehlungen zu bekommen, entweder wirklich so richtig persönlich für mich unter einem Video, in einem Kommentar, dir könnte das und das gefallen, wenn du das jetzt mochtest. Oder auch so allgemein, wenn Leute halt einfach über ihre Lieblingsbücher reden. Und es ist einfach schön, irgendwie eine Gruppe an Gleichgesinnten zu finden. Also ich habe ja schon mal darüber gesagt, ich habe so ein paar Leute in meiner Umgebung, die Bücher lesen, aber es ist nicht so dieser stetige Austausch wie auf BookTube. Und auch das Gegenteil ist quasi schön, wenn man von Leuten hört, die in eine ganz andere Richtung lesen. Also ich abonniere jetzt niemanden, bei dem ich irgendwie in einem Jahr gar keine Empfehlung für mich rausnehmen kann. Aber ich habe noch nie so viel auch über andere Bücher aus Richtungen, die ich nicht lese, erfahren wie in diesem Jahr auf BookTube. Also was natürlich auch einfach ein positiver Aspekt ist, dass man so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone rauskommt, dass man ein bisschen was drumherum mitkriegt, was so los ist in der Buchwelt. Und das finde ich allgemein über diesen Austausch ein wirklich positiven Aspekt, den ich absolut genieße. Ich bin auch sehr froh, dass ich im Umkehrschluss aber noch nicht so einen Drang empfinde, ein bestimmtes Buch jetzt lesen zu müssen. Also natürlich lasse ich mich inspirieren und natürlich habe ich im Hinterkopf auch immer von mir allein schon so einen Gedanken wie, den und den Klassiker wolltest du noch lesen oder die und die Reihe, aber ich hatte noch nicht dieses, also BookTube made me do it Gefühl. Also meistens meinen wir das ja auch positiv. BookTube hat uns überhaupt von diesem Buch informiert und dann haben viele davon geredet, dann hat es mich auch interessiert, aber ich habe noch nicht so diesen Drang verspürt. Auch, was ja in eine ähnliche Richtung geht, einen Drang, mehr Bücher lesen zu müssen. Jetzt unbedingt 300 im Jahr, das habe ich noch nicht. Ich bin auch sehr froh und ich möchte auch, dass das so bleibt. Also ich habe tatsächlich auch schon zu einem Buch begriffen, sag ich mal so, wegen BookTube, weil ich so viele positive Meinungen gehört habe. Zum Beispiel The Grace Keepers war dabei, was ja Jane Campbell so in den Himmel gelobt hat und ich dann auch mochte. Aber ich habe nicht das Gefühl, wenn ich das jetzt nicht lese, dann kann ich nicht mehr mitreden. Also über The Grace Keepers hat, glaube ich, zum Beispiel noch kein anderer deutscher BookTuber jetzt so viel geredet. Es ist alles noch in dem Rahmen, ich lasse mich inspirieren und ich freue mich, hierher zu kommen, aber ich habe keinen Druck, jetzt irgendwas machen zu müssen, sonst bin ich uncool. Eine recht bekannte Kritik so von außen über BookTube ist ja, dass es zu wenig qualitativ hochwertigen Inhalt gibt. Bei denen, denen ich folge, habe ich nicht das Gefühl, dass das der Fall ist. Jetzt muss ich aber auch mal sagen, es gibt ja einen riesengroßen Batzen an Leuten, denen ich nicht folge. Und in manche davon habe ich tatsächlich auch reingeguckt. Und manchmal ist die Kritik vielleicht nicht ganz ungerechtfertigt. Ich finde auch immer mal wieder Videos so oberflächlich, indem man nicht wirklich was über das Buch erfährt. Oder wenn ich jemanden sehe, der irgendwie nur Neuzugänge, nur Holds hat und dann die Bücher aber in den Lesemonaten nie liest. Oder wenn dann so drüber redet, ja, das Buch war toll und es hat ein schönes Cover. Also ich meine, das sind alles Dinge, die ich auch sage. Und ich mag BookTube ja, ich bin auch hier, aber so ein bisschen Selbstkritik tut, glaube ich, manchmal auch ganz gut. Und es gibt halt so ein paar, da denke ich mir, irgendwie ist es gerechtfertigt. Und wenn jemand von außerhalb gerade diese Kanäle findet,
ist es irgendwie auch verständlich, dass er zu so einem Schluss kommt. Ich meine, immer noch ungerechtfertigt, dass er nicht genauer mal recherchiert, aber ja, ein bisschen Selbstreflexion tut da, glaube ich, ganz gut. Was übrigens nicht heißen soll, wenn ich euch nicht folge, dass ich finde, ihr seid so, sondern vielleicht habe ich euch auch einfach noch nicht entdeckt. Ich bin ja auch selber noch ein recht kleiner Kanal, ich entdecke immer wieder neue Booktuber. Ich wollte nur mal sagen, so ganz ungerechtfertigt ist es vielleicht nicht immer und ja, auch wenn ich der Meinung bin, dass wir keine professionellen Rezensionen drehen müssen, denn das ist unser Hobby, wir werden dafür auch nicht bezahlt und jeder kann seine Videos drehen, wie er will. Aber es hat zumindest dafür gesorgt, dass ich tatsächlich auch schon mal jemanden entfolgt habe oder ihm halt überhaupt nicht erst folgte. Und ja, also ich bin sehr froh mit denen, die ich jetzt so um mich geschart habe und was ich schaue. Und ja, aber es gibt halt so ein, zwei Kritikpunkte, denen ich dann doch irgendwie recht geben muss. Und damit kommen wir vielleicht zu den etwas negativeren Seiten BookTubes. Ich habe das Glück, bis jetzt noch keine richtigen Trolle irgendwie gehabt zu haben, die direkt sowas sagen wie, du bist fett gestorben. Aber ich merke eine Tendenz, und zwar nur unter solchen Videos, ich sag mal über entweder Klassiker oder so ein bisschen intellektuelle Bücher, die ich kritisiere. Nur unter solchen Videos habe ich Personen, die selten YouTube nutzen, das merkt man auch so, die nutzen die Höflichkeitsanrede, die haben kein Bild und so, die prinzipiell nur sagen, du bist doch viel zu doof, um dieses Buch zu verstehen. Und auf so eine unhöfliche Art und Weise. Und ich verstehe es nicht. Unter jedem anderen Video kann ich mit Leuten unterschiedlicher Meinung sein. Also wenn ich ein Buch liebe und der andere nicht, oder umgedreht, ich kritisiere etwas, was jemand so mochte, dann sagt derjenige in den Kommentaren vielleicht sowas wie, schade, dass du es nicht mochtest. Für mich gehört es mit zu den Besten, weil ich das und das mochte. Und das, was du kritisierst, fand ich nicht so schlimm. Oder das würde ich dagegen sagen. Und dann kann man eine ganz normale Unterhaltung haben. Aber hier ist das so unhöflich, so dreist formuliert und auch auf eine Art und Weise, da habe ich nicht das Gefühl, dass derjenige ein Gespräch beginnen will, sondern er möchte einfach nur mich dumm dastehen lassen. Und das ist mir jetzt schon mehrmals passiert und halt immer unter solchen Videos. Und das muss doch vielleicht so ein Zwischending möglich sein. Also ich will auch keine so rosarote Kommentarwelt, in der jemand nur sagt, tolles Video und mehr nicht. Aber diese Art fand ich so seltsam, als ich das erste Mal damit konfrontiert wurde. Und man muss doch nicht so herablassend werden, oder? Und meistens komme ich damit klar. Da kann ich mir sagen, okay, ist egal, mach dich deswegen jetzt nicht fertig. Aber dann gibt es auch Tage, da frage ich mich wirklich so, ist es das wert? Also da macht man sich diesen ganzen Aufwand, diese Zeit, die man da reinsteckt, und dann rotzt einen da jemand so einen Kommentar hin, den ich dann aber auch nicht vergessen kann. Und der im Umkehrschluss aber auch nicht konstruktiv ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel, so einen Kommentar, da ging einer los schon mit den Worten. Dass ich dieses Buch schlecht bewerte, ist das feste Zeichen dafür, dass ich Literatur nicht liebe. Und dann kam noch so ein Rant, warum ich halt zu dumm bin, um dieses Buch zu verstehen. Und also auf den habe ich dann, also ich habe insofern darauf geantwortet, ich sagte, wenn hier jemand meint, anhand eines 7-Minuten-Videos mir die Liebe zur Literatur absprechen zu müssen, dann brauchen wir eigentlich wirklich auch kein Gespräch anzufangen. Also Kritik gerne, aber irgendwie solche vorurteilsbelasteten Kommentare können wir auch lassen. Und bin dann auch auf den Rest nicht eingegangen. Und da frage ich mich so, warum? Also warum hinterlassen Leute solche Kommentare? Und dazu kommt noch, dass ich mich tatsächlich in Videoform irgendwie angreifbarer fühle als auf meinem Blog. Es war auch so, dass ich auf meinem Blog jahrelang mein Gesicht nicht gezeigt habe. Und erst als ich dann mal ein Foto veröffentlicht habe, dann war das eher noch so ein bisschen, also nicht deutlich, hallo, hier bin ich, sondern es war so ein bisschen künstlerisch und man hat mein Gesicht eigentlich nicht gesehen. Und ich habe manchmal schon das Gefühl, dass Leute vielleicht so ein Video gucken, dann sehen die mich so als ihr junges Mädel da sitzen und denken sich sowas, die maßt sich an, den Klassiker zu kritisieren, die werde ich jetzt aber mal zurechtstutzen. Und ja, mir fehlt halt das Verständnis, warum man über Literatur nicht irgendwie einen Tick runtergekommener reden kann. Es gibt Klassiker, die ich nicht mag, es gibt moderne Literatur, die ich nicht mag, und das kann ich doch ganz normal formulieren. Und das Schlimme aus der ganzen Sache ist tatsächlich, dass ich mich schon mal bei dem Gedanken erwischt habe, den Klassiker fand ich jetzt nicht so toll. Ich wünschte, ich könnte etwas Positives darüber sagen, damit nicht wieder solche Kommentare kommen. Und es ist noch nicht passiert, dass ich dann tatsächlich darüber geredet habe. Also ich habe noch nie sowas gesagt wie, oh ja, der war so toll, Weltliteratur, wenn ich es nicht mochte. Aber der Gedanke kam auf und ich hasse es, dass BookTube mich so weit gebracht hat. Also, beziehungsweise BookTube, also diese ein, zwei Kommentare. Weil, wäre das nur, hätte ich so für mich gelesen, dann hätte ich halt das Buch gehasst. Punkt. Schön. Ist ja mein Ding. Aber wenn man jetzt halt so öffentlich ist und
wie gesagt, gerade so bei so ein bisschen intellektueller, tiefsinniger Literatur, wenn ich das halt nicht mochte, kommt tatsächlich immer so ein Gedanke auf. Und ja, ich hasse es. Ich will das nicht machen. Also, ich habe es auch noch nie gemacht, aber ich will auch nicht mal darüber nachdenken. Und ja, das ist so das Hauptnegativ, was mir auffiel. Ansonsten sind die Kommentare bei mir weitestgehend ganz, ganz toll und wunderbar und ich kommuniziere sehr, sehr gern mit euch. Das sind ja auch, also, ist jemand, der einmal einen Kommentar unter einem Video hinterlassen hat, was er irgendwie über Google-Suche über 10 Klicks gefunden hat. Das ist ja nicht diejenigen, mit denen ich hier täglich kommuniziere. Ich kann nicht mehr reden vor Wut. Aber es ist halt so ein Ding, was mir auffiel. Im Großen und Ganzen, ich habe das schon gesagt, mag ich die Zeit hier. Ich komme gerne hierher. Ich liebe es, über Bücher zu erfahren und was ihr von Büchern denkt und was ihr davon denkt, was ich von Büchern denke. Und aktuell habe ich auch das Gefühl, dass ich das wirklich noch eine ganze Weile weitermachen möchte. Ich habe irgendwie so dieses seltsame Phänomen, dass ich verschiedene soziale Netzwerke immer so nach 5 Jahren abbreche. Also ich war mal auf Twitter, dann war ich auf Tumblr, das ist noch nicht abgebrochen, aber da habe ich zumindest zwei Blogs, die ich mal hatte, quasi stillgesetzt und ich habe jetzt noch einen, aber aktuell bin ich ja auf YouTube aktiver. Das war auch so eine 5-Jahres-Distanz. Ich weiß nicht, was das bei mir ist, aber wenn, dann hätten wir noch 4 schöne Jahre zusammen. Mal gucken. Zurzeit finde ich es noch richtig schön. Oh, das war eigentlich auch schon alles, was ich sagen wollte. Ich wollte nur mal ein bisschen drüber nachdenken, was ich hier eigentlich so ein Jahr lang mache. Es ist ja doch auch viel Zeit drin, die da steckt. Eins, was mir noch auffällt, ich würde tatsächlich irgendwann ganz gerne die Qualität meines Videos, also von der Hardware her, noch ein bisschen verbessern. Ich meine, ich drehe hier auf so einer Digicam, die hat nicht mal einen Flipscreen, wo ich mich sehen könnte. Ich habe da meine Nachttischlampe als Licht. Und ich finde es halt schon schön bei anderen, wenn man ein Video anguckt. Und es ist einfach so hübsch, der Hintergrund ist unscharf, man ist scharf, das Licht ist perfekt, das würde ich ganz gerne irgendwann nochmal verbessern, aber bisher ist es halt nur Hobby, ich weiß nicht, ob ich da jetzt viel Geld reinstecken möchte, weil die meisten Kameras gehen ja so bei 400 plus los. Mal schauen. Ja, aber im Großen und Ganzen, schreibt mir doch was, falls ihr auch auf BookTube seid, wie ihr das so fandet bisher, ob ihr schon länger oder kürzer dabei seid, ob es euch noch Spaß macht. Ich bin gern dabei und das war, glaube ich, alles, über was ich heute reden wollte. Ich danke euch fürs Zuschauen und dann hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal.